Also er sagte, alayhi salatu wassalam, seid standhaft und ihr werdet es nicht erfassen oder umfassen. Und wisset, dass die besten aller Taten das Gebet ist. Subhanallah. Die besten aller Taten ist das Gebet. Stell dir mal vor, jemand sagt, hör mal zu, ich sag dir jetzt mal, ein Job, da kriegst du am meisten Geld. Würde es dich interessieren, was das ist oder nicht? Wenn man dir sagt, hör mal zu, du könntest 1 Million Euro im Monat verdienen. Steuerfrei. Plus Tankkarte noch dazu, damit du davon nichts zahlen musst fürs Tanken. Ist ja Luxus heute. Möge Allah unsere Gaben bewahren. Ja Rabbi, bewahre uns vor Verteuerung. Ja, das ist natürlich auch eine Angelegenheit, ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gaben gibt, er nimmt sie aber auch. Du hast gedacht, du kannst immer 200 km/h fahren, auf einmal merkst du, eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht, 100 km/h zu fahren. Ja? Darüber hast du nie gedacht. Ich habe gedacht, Junge, ich habe einen Fuß, drück drauf. Und jetzt merkst du, wie wärst du mit etwas langsamer fahren? 100 Meter nebendran Lidl Aldi, steig rein ins Auto. Jetzt, subhanallah, wir müssen uns auch noch mal bewegen. Ja, guten Morgen. Ja. Auf jeden Fall, wenn du wüsstest, diese Arbeit, da gibt es sehr viel Geld. Würdest du sie machen oder nicht? Und sie ist nicht anstrengend und so weiter und so fort. Ja, schöne Arbeit, du musst einfach da sein. Assalamu alaikum, du kriegst jetzt 1 Million. Wer von uns würde sagen, nee, ich habe keine Lust? Kein Mensch. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, und die beste aller Taten ist das Gebet. Alhamdulillah, ja Rabbi. Alhamdulillah, dass wir beten dürfen. Guck mal, wie viele Menschen sind gar keine Muslime. Die beten ja sowieso nicht. Und dann gibt es Menschen, die sind Muslime, beziehungsweise ja, sagen, sie sind Muslime, und dann beten sie nicht. Möge Allah uns davor bewahren.